die Basisinformation über den Computer, richtig erkannt, ein N280 von Intel mit 1,66 GHz, 1 GB RAM und der Gerätemanager, was wird der uns zeigen? Er sagt, gefunden hat er nicht den Ethernet Controller, das ist natürlich sehr ärgerlich. Das heißt, wir können keine Updates direkt über die verdrahtete Verbindung ziehen, über den normalen Fast Ethernet. Dann habe ich hier ein zweites Gerät, das nicht gefunden wurde. Und zwar ist das das ACPI-Grundsystem. Hier Ort Microsoft ACPI-konformes System. Nicht gefunden, das ist sehr, sehr ärgerlich. Auch unter Details, ACPI, ASUS. Das heißt, unter Windows 7 wird der Rechner keine gute Energiebilanz aufweisen können, wenn er via ACPI nicht auch Batterie und Ähnliches steuern kann. Den Rest hat Windows 7 automatisch erkannt. Auf den ersten Blick würde ich auch sagen, die Bildschirmauflösung hat Windows 7 richtig eingestellt. Dazu gehe ich jetzt hier in die Anzeige Auflösung anpassen in den Systemeinstellungen. 1024 Pixel mal 600. Perfekt, das ist richtig, da braucht es keine Nacharbeit mehr. Und jetzt möchte ich noch einmal kurz den Leistungsindex mir angucken. Gehe ich wieder auf die Systemeigenschaften. Systembewertung ist derzeit nicht verfügbar. Ein Klick sollte genügen und der Computer wird bewertet. Das dauert jetzt 2 Minuten. Ja, jetzt ist die Bewertung abgeschlossen. Kann nicht abgeschlossen werden. Irgendein Treiber hat einen Fehler gemeldet. Das ist sehr ärgerlich. Wird es doch im ACPI-Treiber liegen? Da habe ich doch zu viel versprochen. Jetzt habe ich hier den EPC noch ein wenig mehr unter die Lupe genommen, habe ein paar Leute gefragt und dabei ist rausgekommen. Es gab ein paar Kleinigkeiten. Erstens, ich mache den Rechner an und wir gehen sofort ins BIOS, wenn der EPC uns denn dort reinlässt. Denn einige Geräte waren im BIOS so deaktiviert, dass Windows 7 die gar nicht gefunden hat. Dafür gehe ich hier unter Advanced, Onboard Device Configuration und hier war die Kamera, das WLAN und Bluetooth disabled. Ich zeige das hier noch einmal ein bisschen dichter. Bluetooth, WLAN und Kamera waren disabled, waren hier auf disabled gestellt. Dafür muss man hier ins BIOS reingehen, die auf enabled stellen, mit F10 bestätigen, die Konfiguration speichern und das BIOS Setup verlassen. Danach startet der EPC einmal neu und ich lasse ihn jetzt einmal komplett in Windows 7 hochfahren. Ich gehe hier auf Computer im Startmenü, Rechtsklick, Eigenschaften und komme in die Systemeigenschaften. Starte hier oben links den Gerätemanager und wie man jetzt sieht, ich zoome ein bisschen ran, sind alle Geräte erkannt und installiert, darunter auch die Netzwerkadapter. Hier ist einmal der PCI Express Ethernet Controller, ist allerdings noch ein Fast Ethernet. Um den zu installieren, habe ich mir den Treiber einfach von der anderen Partition auf der Windows XP installiert ist, gezogen. Das war auch gar nicht weiter schwer. Unter Start, Systemsteuerung bin ich in die Systemverwaltung gegangen. Die ist unter Verwaltung zu finden. Dann gehe ich hier in die Computerverwaltung per Doppelklick. Kann das Fenster schon wieder schließen. Dieses Fenster auch und die Windows-Verwaltung sollte jetzt gleich aufpoppen und da ist sie auch schon. Dann gehe ich auf Datenträgerverwaltung und der Rechner liest die Datenträger ein. Dann habe ich hier die jetzt schon als D bezeichnete Partition.
Das ist die Windows XP-Partition, also die Partition, auf der Windows XP im Moment installiert ist. Und die war hier noch nicht eingebunden. Dafür bin ich dann auf Rechtsklick gegangen, Laufwerksbuchstaben und Pfade ändern, habe hier gesagt Laufwerke D, okay. Und daraufhin hat Windows 7 die Windows XP-Partition anstandslos eingebunden. Das nicht erkannte Gerät, dort habe ich gesagt, per Rechtsklick Treibersoftware aktualisieren. Dann kommt hier ein Dialog, bei dem habe ich nicht gesagt, automatisch nach Software suchen, sondern auf dem Computer nach Treibersoftware suchen, den Ort einfach nur mit D angegeben, das ist die Windows XP-Platte. Und Windows 7 hat sich dann den Treiber automatisch aus Windows XP gezogen, scheint auch kompatibel gewesen zu sein, weil es kam keine Fehlermeldung und funktionieren tut der ganze Spaß auch. Das gleiche gilt für den Atheros Wireless Network Adapter, also den WLAN-Adapter. Dort hat Windows 7 den Treiber direkt gefunden. Auch Bluetooth ist jetzt aktiv. Der ACPI-Treiber, den habe ich mir auch wiederum aus Windows XP gezogen. Ja, und damit funktionieren jetzt alle Geräte auf dem EPC. Das Einzige, was noch immer nicht funktioniert, ist einmal hier die Systembewertung. Die habe ich vorhin nochmal gestartet und sie ist wieder abgebrochen mit der Fehlermeldung. Achtung, Treiber oder Computerkonfiguration haben eine Bewertung verhindert. Den Grund dafür, den habe ich jetzt nicht mehr rausbekommen. Das heißt, die Systembewertung unter Windows 7 muss ich leider schuldig bleiben, da das ging oder das war nicht herauszubekommen. Schön ist, ansonsten funktioniert auf dem Gerät alles, was unter Windows 7 funktionieren soll. Das heißt, ich habe hier die Aero-Oberfläche. Ich kann auch die neuen Features benutzen. Rechts ranziehen, links ranziehen, schütteln. Das funktioniert alles sehr, sehr gut. Allerdings hat es eine ganze Weile gedauert, bis das jetzt alles funktioniert hat. Das ist ärgerlich. Das heißt, es gibt definitiv einen Abzug in der Gesamtbewertung. Windows 7 auf dem EPC 1000 HE läuft nicht so aus der Box heraus, wie ich mir das gewünscht hätte. Da haben andere Geräte deutlich besseres Verhalten gezeigt oder die Treiber waren entsprechend schon über das Windows Update verfügbar. Hier leider nicht. Das war's auch schon. Ich fahre den Rechner wieder herunter und ich hoffe, wir sehen uns wieder hier auf einfach.de. Bis später. Tschüss, der Jan.